Herr Schröder, wie alt sind Sie? 35. Sind Sie verheiratet? Ja. Wie lang? Seit 2. Dezember 17, also bald 3 Jahre. Haben Sie Kinder? Ja, eine Tochter, die wird im Dezember 3. Haben Sie eine Lieblingsmusik? Na, nicht die eine Musik, aber sehr, sehr gestreuten Musikgeschmack. Sowohl Rock, Hip-Hop, hauptsächlich die 12 Musikrichtungen. Was ist Ihr Lieblingsklamottenstyle? Keine Ahnung, weiß ich nicht, wie man das beschreibt. Relativ einfach gehalten, nicht zu bunt. Und ich habe viele Schuhe. Wie ist das Kollegium? Darf ich ehrlich sein? Ja. Nein, natürlich super. Vor allem der Herr Oswald hilft einem immer, wenn Not am Mann ist. Aber das ganze Kollegium ist top. Warum wurden Sie derer? Das war immer schon mein Traumberuf. Meine Eltern sind auch beide Lehrer. Hat nie was anderes gegeben. Was lieben Sie an Ihrem Job? Die Arbeit mit den Kindern natürlich. Ist so. Was machen Sie in Ihrer Freizeit? Ganz viel Sport. Wenn ich die Zeit dafür habe, jetzt momentan nicht so viel Zeit wegen dem Kind, aber ansonsten viel reisen. Ja, und Zeit mit Freunden verbringen. Wann geht ein Schüler zu weit? Wenn er laut ist. Wenn ihn. Nein, das darf ich so nicht sagen. Das ist eine ganz schwierige Frage. Wann geht der Schüler zu weit? Kann ich jetzt so pauschal nicht sagen. Das ist relativ spontan irgendwie, dass man dann. Also, ich mag es halt nicht, wenn es dann einfach zu laut ist oder so. Oder wenn man dann privat angegriffen wird. Aber das ist so eigentlich noch nie vorgekommen. Ansonsten, glaube ich, bin ich eigentlich recht geduldiger Lehrer. Was würden Sie Ihren Schülern für Zukunft raten? Keine Ahnung, sich frühzeitig Gedanken machen, was man machen will. Das finde ich das Schwierigste, herauszufinden, überhaupt, was man will. Und dann einfach ehrgeizig sein, fleißig sein und versuchen, die Ziele zu erreichen. Dankeschön. Ja, bitteschön.